man. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. Dylan, guck mal, was aus Talha geworden ist. Like, bist du Talha? Junge, was ist aus dir geworden? Du siehst aus wie ein Opfer. Er hockt den ganzen Tag zu Hause, liest Bücher. Mach ihn mal wieder zu einem Kanaken. Ich will auch kein Geld für die Ausbildung. Ich mach's ehrenamtlich. Hier. Na, war das alles umsonst damals? Wie siehst du aus? Naja, wo du nicht mehr da warst, habe ich mich wieder entschieden, ein Opfer zu sein. Weil das Kanakenleben war mir viel zu hart. Na, zieh dir mal sofort was anderes an. Sieh das an, bevor ich ausraste. Okay. Los! Vielen Dank für die Klamotten. Die sind wirklich fresh. Outfit passt, aber was sind das für Haare? Bist du Super Saiyajin oder was? Junge, wir gehen jetzt erstmal sofort zum Friseur. Danach beginnt die Ausbildung zum Kanaken. Okay. Lack, stopp mal, Junge! Lack, was ist das für ein Laufen? Willst du den Boden küssen oder was? Seid mal stabil, wo ist dein Selbstvertrauen? Hä? Ich lauf doch ganz normal. Was für normal? Ein halbes Hähnchen hat mehr Selbstvertrauen als du. Wie läufst du, Junge, ja? Lack, mach mal deinen Rücken gerade erstmal. Mach, guck mal böse. Mach mal deine Arme hoch. Brust raus. Böse gucken. Genau, jetzt guck zu, wie ich laufe und mach mir nach. Okay. Wie er läuft! Hast du gesehen? So läuft ein Kanake! Komm, lauf zu mir, du bist dran! Oh. Oha! Es klappt! Ich lauf wie die T-Rex! Genau so, Junge, genau so! Du lernst schnell! Aber wohin gehst du? Na, komm mal her! Ich kann nicht mehr stoppen! Hilfe! Hilfe! Lack, wie, du kannst es stoppen? So, stopp! Wir kommen zum nächsten Schritt. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist Geld machen. Ach so, okay. Heißt das, wir gehen jetzt einfach zu meiner Bank und heben von meinem Konto Geld ab? Lack, nein! Junge, ein Kanake hat nie Geld auf Konto. Wir haben nur Bargeld dabei. Unser Geld kommt von der Straße. Wie auf Straße? Suchen wir jetzt einfach Geld auf der Straße? Wo liegt denn das Geld? Lack, Junge, was machst du da? Komm mal her! Lack, nein! Wir machen Geld mit Abziehen, Junge. Ach so, okay, verstehe. Abziehen. Kenn ich gut. Ich wurde oft abgezogen. Lack, Junge, siehst du den Typen da? Ja, ja, ich seh ihn. Du willst doch Kanake werden? Ja? Dann geh und zieh ihn ab! Los, Mann, geh nein, mal! Nein, stopp jetzt! Los, du mach es! Stopp! Geh! Das mir jetzt zu schnell! Der nette Herr hat mir doch gar nichts getan! Junge, du gehst jetzt dahin! Okay! Los, die Luft! Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Was wollen Sie? Geben Sie mir jetzt sofort Ihr ganzes Geld und alles Wertvolles, was Sie besitzen. Nein, warum sollte ich? Ich hab gesagt, geben Sie mir bitte sofort Ihr ganzes Geld und alles, was Sie Wertvolles besitzen. Nein, warum sollte ich? Sie möchten mir jetzt also nichts geben, ne? Ja, genau. Okay, warten Sie bitte kurz, ich komme gleich. Und? Also ich hab ihn zweimal höflich gefragt. Und er hat mir nichts gegeben. Wie höflich gefragt. Ja? So zieht man doch keinen ab. Wie denn sonst? Komm, ich zeig's dir. Lack, du kleiner Opfer. Gib mir sofort dein ganzes Geld. Dann kriegst du die Schläge deines Lebens. Fass mich lieber nicht an. Besser für dich. Wie? Er hat gesagt, du sollst ganze Geld geben. Wen wollt ihr abziehen, ihr Selimi? Wow, Bilal, er hat eine Pistole. Denkt ihr, ich bin ein Opfer, ihr Selimi? Abbruch. Mit wem wollten die Maschkal, ihr Selimi?
Wallah, das war knapp, ja Salami. Ja, ja Salami. Wallah, das kommt nicht oft vor, dass Leute Waffe dabei haben, ja? Aber du hast verstanden, wie man abzieht, oder? Ja. Immer aggressiv gucken, mit Schlägen drohen und dann das Geld nehmen. Okay, mach ich. So, komm zum nächsten Schritt. Okay. So, der nächste Schritt ist Eulen klären. Wie bitte? Warum soll ich denn jetzt eine Eule klären? Junge, nicht Eule. Eulen, Mädchen, Frauen. Ach so, sag ja. Doch gleich und ich denk, du meinst diesen einen Vogel da. Siehst du dieses Mädchen da? Ja, ich seh sie. Geh hin und mach ihre Nummer klar. Wie jetzt? Geh und sprech sie an. Einfach jetzt zu klären gehen? Ja, ihre Nummer nehmen. Seh ich gut aus? Los, geh! Junge, folgst du mir? Was willst du von mir? Bitte wirklich nicht falsch verstehen. Ich möchte dich nur klären. Du Opfer, wie du aussiehst. Geh mal weg. Wirklich, bitte. Ich will nur deine Nummer. 0176. Weiter. Du Stalker. Mann, scheiße. Und? Was passiert? Hast du die Nummer geklärt? Nein. Sie hat zu mir gesagt, ich bin ein Opfer und ein Stalker. Sie hat mir einen Korb gegeben. Was? Junge, heul mal nicht. Ein echter Kalacker heult nicht. Okay. Tut mir leid. Ich zeig dir jetzt, wie es richtig geht. Siehst du die? Ja. Komm mit und ich zeig's dir. Okay. Guck jetzt zu und lern. Okay. Ach Mädchen, du gefällst mir, gib mal deine Nummer. Komm mal, Shisha-Bar. Oh mein Gott, voll der krasse Kanake. Red ihn nicht. Entferne alle Jungs, entfolge alle Jungs. Auch mein Onkel? Na ja, wer ist er? Okay, ich mach schon, ja? Oha, sie gehört einfach ihn jetzt. Okay, reicht. Komm, wir gehen Kaffee, eine Pfeife rauchen. Darf ich mit? Junge, du wartest hier. Okay. Hallo! Na, hallo! Simon! Was schläfst du, Junge? Oha! Es ist einfach schon hell geworden! Ich bin einfach eingeschlafen! Ja, red dir nicht so viel! Wir haben einen Schritt vergessen! Komm mal mit! Okay. So, Junge, du redest immer noch viel zu vernünftig für einen Kenneck! Das geht so nicht! Wir müssen deine Redensart ändern! Okay, und wie soll ich reden? Okay, zum Beispiel, zeig mal, wie du jemanden begrüßen würdest! Naja, ganz einfach! Ich würde einfach zu ihnen hingehen und... Hallo, mein Name ist Talha, ich bin 23 Jahre alt und ich spiele gerne Billard. War gut? War Müll! So redet kein Kanake, du redest wie ein Lauch. Du musst reden wie ein Löwe. Okay, und wie redet ein Löwe? Ein Löwe macht doch nur solche Geräusche. Sei mal leise! Hör mir zu, genau so macht's ein Kanak. Okay. So, Habibi, wie geht's? Habib Albe, Ola, wie geht's Familie, wie geht's Bruder, wie geht's? Geht's Mutter, Vater, alles gut? Ich verstehe. Diese Tonlage, willst du, ist gut, diese Tonlage? Genauso redet der Kanak, Ola. Tamam, ich hab verstanden, ich verstehe. Also so rede ich nur noch ab heute, ja? Genau so. Und das war's jetzt mit der Ausbildung? Ola, ja? Übst du jetzt einen Monat okay. Und dann sehen wir uns wieder. Tamam, okay, ich küsse dein Herz. Vielen Dank, ja? Lack, ist das Talla? Man better breeze and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is eligible for four and a diss. So make sure it's X that you wanna rally with. Shout out Skull when I splash out wigs. Even seeing X's with your eyes closed. Don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out the lock. Man got handle the thick dart. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be yacked if you think you can wake me. I'll tell my man put down the lid. Lach Schu, Habibi, wie geht's? Wallah, Alhamdulillah, wie geht's dir? Auch gut. Wallah, gut. Die Ausbildung hat sich gelohnt. Jetzt bist du wieder ein richtiger Kanake. Davor, du warst ein Darat. Ja, Wallah, ich sah davor aus wie eine Daratina. Na, genug geredet. Lass mal einsteigen, Shisha-Bar gehen, Eulen klären, Geld machen, komm. Ja, Mann, komm. Wallah, sicherheitshalber, schnall dich mal an, ich hab keinen Führerschein. Ja, Wallah, guck, hör jetzt vor dann. Ja, ich drück. So, nächster Schritt, Eulen klären. Okay, warte. So, nächster Schritt, Eulen klären. Wie bitte? Warum sollen wir denn jetzt eine Eule klären? Okay, und wie redet ein Löwe? Ein Löwe macht doch nur solche Geräusche. Genau so. Ach.
Voila, das war knapp, ja, Salami. Ja, ja, Salami. Ja, Wallah, ich war eine Daratina.